Zers, neues Video von uns. Ihr habt ja letzte Woche den Fake-Trailer gesehen, in dem der Tanzbär einen Lehrer spielen musste. Und er war während des Drehs die ganze Zeit in der Rolle drin, also auch als wir gar nichts explizit gedreht haben für die Szene. Er hat die ganze Zeit so toll improvisiert. Und ich hoffe, ihr findet es genauso lustig wie ich. Und schaut euch jetzt einfach mal an, wie der Tanzbär in diesem Lehrercharakter ist. Wir haben des Weiteren, ja, Sie sehen es richtig, die Erde. Und die Erde bewegt sich immer im Uhrzeigersinn. Das nennt man die Gravitation. Der höchste Gravitationspunkt liegt hier auf A. Es handelt sich hier um den Vektor A, der errechnet wird durch Vektor B. So gekennzeichnet. Ah, ich habe den Strich hier oben vergessen. So, nun, es handelt sich hier also um eine kleine Vektorenrechnung, die daraus folgende Gravitation, die sich ergibt, also hier durch den Spin, wie ihn auch gerne in Englisch versiert, ne? So, erhalten, ja, was, also das ist, ich bin mir selber gar nicht so sicher, was ist das? Ja, genau, die Erde. Ich war also bei der Erde stehen geblieben. Genau, hier, das sind wir, die Menschen. Und mein Mathelehrer Arno Dazumal hat einmal einen sehr weisen Satz gesagt. Würden alle Chinesen gleichzeitig in eine Richtung laufen, so würde sich die Erde in diese Richtung bewegen. Das heißt, die Chinesen haben uns alle in der Hand. Das ist kein schönes Bild vor Augen, aber es ist die Physik. Ja, was haben wir hier noch? Genau. Es handelt sich hierbei um einen Großvektor. Wir rechnen also a Quadrat plus b Quadrat. Mittlerweile habe ich die Wissenschaft überholt. Es handelt sich hier dann nicht um c Quadrat. Nein, es handelt sich um 3 hoch c. S mal 2x hoch 2. Und jetzt rechnen Sie den Vektor aus über b. Auf der 5 Quadrat geschrieben, machen Sie C draus und errechnen Sie das F. Wir erarbeiten uns also ein WIM, das Unendlichkeitssymbol ergibt, das wiederum aus einer frühen Phase der Wissenschaft entstanden ist. Ich glaube, es war Isaac Newton, der damals sagte, es wird einer kommen, der ist großartiger als ich. Sie werden ihn nennen den Bären. Schauen Sie sich das auf. Bär. Herr Bär. Also. Ich. Ruhe bitte. Danke. Sie haben also von mir jetzt die mathematischen Formeln dazu bekommen, eine physikalische Gleichung zu errechnen. Und darum möchte ich Sie bitten, den Winkel unseres hier gegebenen Sternes aus der Gravitationslinienarbeit zu berechnen. Fangen Sie an, seien Sie fleißig. Sie sehen also die Gravitationsgleichung. Die ich Ihnen hier grafisch dargestellt habe. Wir sprechen von der Physik der einzig wahren Wahrheit. Der Fischfang, ja, nehmen wir doch den Fischfang als Beispiel. Der Fischfang ist ein weiteres Thema der Physik, die sich umgehend beschäftigt über Albrecht Dürer, Albert Einstein. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr in Zukunft noch solche Tanzbär-Character-Sachen sehen wollt.